In meinem Garten gibt es auch komplett abgetrennte Bereiche. Für den Mäher ist das kein Problem. Und beim Installieren auch nicht. Zuerst eine gute Stelle für die Verbindung von Haupt- und Nebenfläche suchen. Dort dann das Begrenzungskabel verlegen. Dann das Kabel um die Nebenfläche legen. Wieder darauf achten, dass das Kabel nicht über Kreuz läuft. Am Weg zurück zur Hauptfläche verwende ich wiederum dieselben Haken. Wenn die Nebenfläche gemäht werden soll, einfach den aufgeladenen Mäher dorthin tragen. Dann die Modustaste drücken und Nebenbereich wählen. Start drücken und der Mäher arbeitet, bis die Batterie leer ist. Zum Aufladen dann wieder zurück zur Ladestation bringen und auf Hauptbereich stellen.